Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft. Falls ihr es nicht bemerkt habt, werde ich es euch nochmal erklären. In der letzten Folge ist ungefähr so bei der Hälfte der Ton weggebrochen. Man könnte sagen, jetzt da habe ich einfach mein Mikro ausgezogen. Das geht aber nicht, da ich ein USB-Headset habe. Fertig. Und zwar habe ich ungefähr vielleicht bei 6 Minuten oder keine Ahnung wann das war, übelst den Hustenanfall gekriegt. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt und das ging die ganze Zeit so. Bis dann nachher, wo ich dann das Video beendet hatte, das war dann auch nochmal vielleicht 5 Minuten oder so. Und dann habe ich gesagt, hier komm, schalt's auf stumm, spielst so weiter und versuchst dann noch was einigermaßen Passables rauszukriegen. Naja gut, so viel dazu. Und wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt endlich zu Hause. Mit hier drei wunderhübschen Hunden. Der eine hat hier sogar eine Decke von mir spendiert gekriegt, weil denen etwas kalt war, hat er mir erzählt. So, erstmal das ganze Eisen einschmelzen, das wird ein paar Stunden dauern. Wir melden uns dann morgen wieder und tschüss. Nein, das war jetzt natürlich ein bisschen rumgegaukelt, aber ich denke mal, das dürfte so einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis hier was fertig ist. So, jetzt habe ich natürlich viel zu viel reingepackt. Scheiß drauf. So, wir haben keinen Ofen mehr. Hier ist ja nichts drin, da werde ich irgendwie nochmal was reinmachen. So, erstmal schnell runterpesen. Wenn wir nämlich diesen ganzen Schrapel hier mal einfach reinpacken. Und zwar das Schweinefleisch da rein. Nee? Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und dann hier das Hähnchenfleisch. Ich gucke jetzt mal hier überall rein, ob da noch was drin ist. Weil ich habe mal da Ziegelsteine rausgepackt. So, und hier müssen wir uns auch noch Gedanken drum machen. Da ist die Nationa da Creeper, keine Ahnung, was weiß ich nicht. So, Holz haben wir schon mal wieder ein bisschen. Eichelholz. So, ein bisschen Eichelholz. Kohle haben wir also, wenn wir keine Kohle haben, dann ein Bogen. Da haben wir einen spendiert gekriegt. Den hat der nette Herr da fallen lassen. So, Schwarzpulver. Wenn man das so im Großen und Ganzen betrachtet, ist Schwarzpulver eigentlich so ein bisschen rassistisch, würde ich sagen. Meiner Meinung nach. So, den Bogen packt man da erstmal rein. 60. 60 von diesen verkackten Dingen. Krass, Mann. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Das ist fertig. Jetzt wird es hier wieder dunkel. So. Zack. Dann gehen wir erstmal nach oben. Und es ist gerade hell. Das heißt, wir können hier mal. So. Ladi. Das nicht toll. Die Farm etwas bereichern bzw. bepflanzen. Und was habe ich mit den Rohstoffen vor? Gar nichts. Die nehme ich jetzt wieder mit. Zimmer mir da unten schnell einen Eimer bzw. neben Eisen für einen Eimer mit hoch. Okay, erstmal die ganzen Rohstoffe. Also Kohle haben wir jetzt ja wirklich genug. 10 Diamanten, Leute, stellt euch das mal vor. Wir haben endlich Diamanten gefunden, was mich sehr freut. Eigentlich sind es so gesehen Blutdiamanten, weil da klebt ja das Blut unschuldig an, aber damit wollen wir jetzt gar nicht erstmal anfangen. Das ist relativ unwichtig.
Hier ist schon was fertig. Eisen ist fertig. So, und daraus basteln wir uns jetzt mal schnell einen Eimer. Zack, zack, zack. So. Jetzt muss ich überlegen. Ich nehme lieber noch mal ein paar Cobblestone mit. Habe ich überhaupt noch Cobblestone? Ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich will. Genau, ich will mir nämlich... Ja, jetzt könnt ihr aufhören. Die wissen schon, was ich vorhabe. Ich will mir nämlich aus... Oder jetzt ein Verzauberungsdingensbummens machen. Aber was mir gerade auffällt, da fehlt mir noch ein bisschen Zuckerrohr. Habe ich hier Zuckerrohr? Meine schlauen Augen sagen mir trotz genauem Hinsehen... Nein. Das heißt Zuckerrohr irgendwie. Allerdings, wie ich an die Schleimbälle komme, weiß ich selber nicht mehr so wirklich. Oh, dieses böse Vergessen. Oh, aha. Woher? Jetzt habe ich hier schon drei Eimer. Naja, egal. Okay, und es ist mittlerweile Nacht. Das heißt, wir hauen uns mal aufs Ohr. So. Mal sehen. So, dann hier Schwert in der Hand. Achso, ich wollte hier noch schnell eine Axt basteln. Aus den Diamanten werde ich das nicht machen. Ist mir scheißegal, ob das 3 Jahre dauert. Aber, naja. Ist das ein Fail? Nee, ist ein Stern. Okay, ich sollte meine hier hinten irgendwo. Hier ist zum Beispiel Zuckerrohr. Hey! Und da ist ein Baum gewachsen. 2 Zuckerrohr. Aha. Also langsam wachsen die Bäume, aber finde ich richtig toppig. Ich glaube irgendwo da, so ganz hinten, waren ein paar... Scheiße, ich hätte Wasser mitnehmen sollen. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier ist Crystal Clear Water. So. Zack. Oh, was ist denn hier? Was, als hätten sie hier irgendwas versucht? Das war ein Enderman und da ist... Autsch. War ich da schon mal drin? Ich sollte meinen, ja. Wenn nicht, nein, ich werde jetzt nicht nur eine Höhle erkunden, weil sonst wird mir nämlich schlecht. Und ich kriege irgendwann voll den Brechreiz und habe überhaupt keinen Bock mehr. Überhaupt keinen Bock. Hier lang. Ups. Da haben wir schon Zombie. Ich brauche doch nur ein bisschen Lava. Das kann ja wohl nicht sein. Wie brauche ich denn überhaupt dafür? Warte mal. Oben Buch in der... Also ich glaube ganz unten 3 Diamanten. Überlegung. Ganz unten 3 Obsidian. Dann kommt in der Mitte ein Obsidian, dann links und rechts ein Diamant. Und dann kommt, glaube ich, das Buch oder irgendwie so. Die werde ich mal auf Rückweg mitnehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die hin sollen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Wahrscheinlich irgendwo wieder mitten durchs Feld. Ich will doch nur zu der Lavastelle hier. Die war hier irgendwo mal. So ein Affen-Scheißdreck-Kram. Das kann ja wohl nicht sein. Hier sind Kühe en masse. Ich laufe jetzt einfach mal hier so. So hier lang, so, ne? Da hinten wird's hell. Erst auf dem Heimweg wird's hell. Wer kennt das nicht von Otto? Na, was ist jetzt los? Wow! Back! Ich lasse den erstmal kurz
für sich. Vielleicht besinnt er sich ja noch. Oh, Wahnsinn. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne echt Schlimmes. Irgendwie läuft er sich hier jetzt auch ganz komisch. Ey, was ist denn hier immer los, Junge? Warum brechen denn die Frames so mega fett ein, ey? Hallo Schaf. Hallo Schwein, hups. Sorry. Man weiß, was hier kommt. Juhu! Wir haben es geschrottet. Hey. Also Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, und da sind wir wieder. Minecraft hat er eben gerade einfach mal so gesagt. Nö. Nicht mit mir. Heute nicht. Es war wohl irgendwie nicht so sein Tag, wie es aussieht. Naja. Ist manchmal so, dass da irgendwie so Minecraft sagt, ja komm, heute nicht. So, hier irgendwo ist das Lava-Dingens, Bummens. Da ist Water, Clear Water. Sehr geil. Das ist eine Unterwasserhöhle. Ich nehme jetzt einfach mal hier das mit. Wahrscheinlich geht die Folge eh schon zu lang, aber. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Die wird sowieso ein bisschen länger gehen. Komm schon. Bau ab den Scheiß. Mann. Mal kurz Luft geholt und dann diesen ganzen Piss hier eingesammelt. So. Kuckuck. So. Ich habe ja schon so meine Erfahrung mit Lava. Die würde ich gerne der Allgemeinheit mitteilen. So, zack, zack. So, und jetzt überlege ich gerade, wie war das? Jetzt war das fließendes Wasser. Pro. Nein. Fünf Jahre später. Okay. Das dürfte jetzt etwas dauern. Aber naja, machen wir die Folge etwas länger und dann passt das schon. Und was habt ihr heute so gemacht? Alter, Alter, das regt mich gerade übel auf, Junge. So, ich nehme jetzt hier mal das weg. Und hier so ein bisschen Lava. Also Lava auf Wasser. Gut. Das heißt hier hoch. Wenn du nämlich, glaube ich, anders das andersrum machst. Lava auf Wasser. Jetzt habe ich da natürlich Obsidian liegen lassen. Was ein Scheiß. So. Na egal. Passt schon. Ich kehre da vielleicht nochmal zurück zu und so, ne? Na, die da. So, jetzt müssen wir. Da links.
sehe schon, ich verlaufe mich gleich wieder. Nein, hier lang. Das hier müssen wir, glaube ich, lang. Schnell mal einen kleinen Snack zwischendurch. Ab geht's. Nö. Irgendwie habe ich nicht so gerade das beste Orientierungsvermögen. Oder vielleicht doch. Hä? Am besten, ich schreibe mir mal die Koordinaten von meinem Haus auf, weil sonst kann man das total vergessen. So. Hä? Ich kann ja sowieso noch nichts damit machen, weil mir noch meine Bücher fehlen. Werde ich mir dann irgendwann mal holen. Meine Bücher. So Leute, jetzt passt auf. Lava rein. Ha! Pro. Dann heißt es runterpesen, natürlich die Tür auflassen, was sehr lohnenswert ist. Und dann hier. Scheiße, Mann! Jetzt muss ich mir schon 3 Diamanten holen, ne? Fuck! Dreck da. Nur weil es 5 Jahre dauert, die abzubauen. Und wir haben aufgestockt. Eine Diamantenspitzhacke ist am Start. Wir gehen jetzt noch einmal pennen. Mein Gut, dass da keine Lava im Eimer war, weil sonst hätte ich mich jetzt so leicht verklickt. Dann wäre so ein bisschen so die Hölle los gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder total am Rumschreien. Ja, vielleicht nicht am Rumschreien, aber... Nein, die Lava ist weg. So, wir haben schon mal ein Obsidian. Das heißt, wir müssen da nochmal hinlaufen. La, di da, di da, di da, di da. Schnauze. Also Entschuldigung, ich meine natürlich, halt bitte deinen Mund. Ist ja hier seriös, ne? Und hier könnten ja auch kleine Kinder zugucken. Weiß man ja alles nicht. So, ich glaube, hier links. Das ist doch kacke. Nee. Ich finde mich selber nicht mehr zurecht, ey. Was ist denn das, man zu glauben? Orientierung wie so eine. Also nicht. Scheiß aus Fliege. Mal ganz ehrlich. Es geht die Folge schon länger als ich wollte. Mann. Hallo Queens. Schnei bei euch nochmal vorbei. Wortwitz. Warum laufe ich denn immer da lang? Oder ist das nicht hier doch? Hier ist Minecraft eben abgeschmiert. Es muss hier sein. Der Ort hat irgendwas an sich so. Tag. Ha! So ein bisschen falsch war mein da nicht auch. Aber wir sind immerhin da. Guten Tag.
So, dann hauen wir mal das Obsidian ab. Und dann, ja. Haben wir schon mal eins, wa? Nein! Scheiße, da mache ich mir extra die Mühe, weißt du, und baue da 5 Stunden lang dieses scheiß Obsidian-Teil ab, ne? Und dann. Das jetzt aufgenommen? Ich hoffe es mal. Und die Musik ist so schön. Nein, da ist sicher. Ist das nicht eine schöne Musik? So, ich muss jetzt leider die Spitzhacke opfern. Opfer. Muss auch erstmal. Bücher sind einfach, aber Bücherregale zu machen, das ist. Nee. Bis es denn soweit ist, bis ich da was Vollwertiges habe, da sind wir morgen noch nicht fertig. So, 7. Ich habe hier noch ein bisschen Clear Water, da tauchen wir da einfach mal so. Verschwindibus Lava. 10 Jahre später. Ja, hat es jetzt gebracht, da schön weit hin zu machen. Naja, egal. Das Obsidian bauen wir noch ab und dann denke ich mal, sollte es das gewesen sein. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendwas drunter ist. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Achso, in der nächsten Folge könnte es eventuell sein, dass ein Gast dabei ist. Da weiß ich aber allerdings noch nicht, wie und was. Also, ja. Allerdings wird er. Verdammt! Achso, ja, wie gesagt, der Gast wird nicht hier so mit mir rumtingeln, sondern er wird einfach nur für euch zuhören sein, mir ein bisschen Unterstützung geben, dass ich hier nicht alleine die Scheiße labere. Ja. Oh, das Eisen, das nehmen wir natürlich noch mit. Muss ja sein, ne? Lavageräusch. Jetzt. Nein, ganz ruhig. Eimse Ruhe in Person. Wow. Naja, gut, Freunde, dann hoffe ich mal, dass es euch es gefallen hat. Und ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Euer Chris. Ciao.